So. Oh. Ey, ich habe in der Wohnung 31 Grad, ey. Deswegen läuft da ein Ventilator. Da. Und es rauscht halt ein bisschen. Wir essen eine Pizza, lesen dabei aus dem Netto, Heftchen. Ja, weil letztens habt ihr mir geschrieben, dass euch das Spaß gemacht hat. Ich muss die Pizza noch fotografieren. Moment. Und wenn ich es nicht vergesse, schneide ich die euch rein. Dann grüße ich Charlotte. Charlotte, ich habe mich über deine E-Mail sehr gefreut. Charlotte. Und grüßt deine Klasse von mir. Ja, grüßt mal deine Klasse und melde dich mal auf meine E-Mail. Und wir essen das hier. Habe ich noch nie gesehen. Papa Joe's Steinofenpizza Cheeseburger Style. Limited Edition. Die wird es also nicht lange geben. Und dazu trinken wir Lipton Raspberry. Also Himbeere, wo ich noch die Himbeere suche. Ich hab das Zeug schon probiert. Ich habe noch keine Himbeere drin entdeckt. Ah, weiß nicht, wenn das Himbeere sein soll. Keine Ahnung. So, jetzt beißen wir einfach mal in die Pizza und gucken, wie die ist. Cheeseburger-Style, also quasi Cheeseburger auf Pizza. Witzig, weil ohne Scheiß, das schmeckt tatsächlich wie ein Cheeseburger. Alter, da fällt ja nichts mehr ein. Das ist, als ob du in den Cheeseburger beißt. Heiß. Ist aber echt krass, weil ich mich gerade voll verbrannt habe. Den Gaumen verbrannt. Ja, das schmeckt wie ein Cheeseburger. Also die Pizza können Sie gerne im Angebot lassen. Die ist echt lecker. So, wir gucken mal im Netto, was es denn so gibt. Zum Beispiel. Die Kirschen im Netto sind in so einer Schütte drin, ja, so aufgeschüttet. Und da darf jetzt jeder Kunde mit so einer Schaufel reingehen und darf sich da selber diese Kirschen abwiegen. Ich persönlich finde das ekelhaft. Denn jeder langt diese Schaufel an, jeder stochert in den Kirschen rum. Und die sind ja nicht rutschig, die Kirschen, ja? Die sind ja so, jetzt auch nicht klebrig, aber so, die rutschen nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr da mit der Schaufel reingeht, die rutschen ja nicht. Das heißt, jeder Kunde, der da drin rumstochert, zerstört drei, vier Kirschen, wo dann der Saft ausläuft. In diese Schütte rein. Alles ist klebrig und verbappt. Kann ich überhaupt nicht leiden. Ich kaufe Kirschen nur abgepackt, wenn sie abgepackt sind. Ja, gibt zum Edeka. Oh, Alter, die Pizza ist echt lecker. So. Dann. Ist es da wieder so, dass es hier Putenschnitzel gibt? Für 6 Euro das Kilo. Und da steht dabei, wo die Viecher herkommen. Ja, da steht also auf der Packung drauf, von welchem Hof diese Pute kommt. Ja. Und dann steht drauf, geprüfte Bayern-Qualität, was immer das auch ist. Ja, keine Ahnung. Geprüfte Bayern-Qualität, was soll das für ein Prüfsiegel sein? Das ist ja nichts Offizielles. Ja. So, daneben, Achtung, Grünländerkäse. Ich zeige euch den. Der ist richtig gut.
Nö. Ja. Ein richtig guter Käse, sehr lecker. Die haben auch manchmal mit Bärlauch und haben auch ein bisschen älteren, der so ein bisschen herber schmeckt, wenn ihr ein bisschen mehr auf herb steht. Ja. Und was ich immer sage, Maggi Fix ist gerade im Angebot, ja, hier. Maggi Fix Bolognese, kauft ich nicht. Das braucht ihr nicht. Das braucht ihr nicht. Ja, das da. Das braucht ihr nicht. Kocht die Spaghetti ab. Holt euch 500 Gramm oder 250 Gramm Hackfleisch. Bratet das Hackfleisch aus. Holt euch 200 Milliliter passierte Tomaten oder fertige Tomatensauce im Glas. Das ist auch eine billige von Napoli, keine Ahnung. Von El Mondo. Weil das kostet normalerweise 89 Cent. Guck mal. Normal kostet es 89 Cent. Dafür kriegt ihr 400 Milliliter Tomatensauce aus dem Glas. Ja? Bratet euer Fleisch an, Glas auf, rein, fertig. Da braucht ihr nicht so ein künstliches Zeug anrühren. Also das braucht ihr wirklich nicht. Ich mache viel aus der Packung, ja, aber das nur wirklich nicht. Ja. Ich nehme immer von Knorr, falls ihr es noch nicht wisst, die geschnetzelte Soße Zürcher Art. Oder? Ja. Von Knorr. Aber auch viel zu teuer, ja. Aber das braucht er wirklich nicht. Auch nicht für 49 Cent. Ja, braucht er nicht. Spult zurück, damit ihr hört, wie ich Spaghetti Bolognese mache. Ja. Wenn ihr es natürlich ganz krass machen wollt, dann holt nicht die gewürzte Tomatensauce im Glas, sondern ihr holt so 500 Milliliter passierte Tomaten oder noch besser aus der Dose Tomatenstückchen, weil die sind auch nicht gewürzt. Ja? Die sind nicht gewürzt und dann würzt ihr einfach selber mit Salz und ein bisschen getrocknete Paprikakräuter. Ist ja keine Hexerei. Ja? Viele von diesen Fixprodukten macht ihr billiger selber, als dass ihr da dieses Fixprodukt kauft für 90 Cent. Ja. Macht es nicht. Dann Dallmayr zum Beispiel. Von Dallmayr trinke ich den koffeinfreien, weil die Maschine da hinten, die kann nicht nur Bohnen machen. Es gibt ja keine koffeinfreien Bohnen, leider. Oder gibt es koffeinfreie Bohnen? Keine Ahnung. Schreibt mal drunter, Hashtag koffeinfreie Bohnen. sondern die geht auch mit Pulver. Und da mache ich mir, ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. Und wenn ich aber zu viel mit Koffein trinke, kann ich nachts nicht schlafen. Ja. Dann ist hier Bier. Bier trinke ich keins. Außer Radler. Und zwar von Mönchhof des Radlers. Netto, sehr lecker. Ja. Dann haben wir hier den XXL-Knüller. Und das ist Kilo für 4,80 Euro. Also das Kilo für 4,80 Euro vom Schwein, ein lebendes Tier, aufgezogen. Anderthalb Jahre aufgewachsen. Und dann wird es für 4,80 Euro verklopft. Da frage ich mich immer, was von den 4,80 Euro eigentlich für den Bauern übrig bleiben. Ja, was bleibt da eigentlich für den Bauern übrig? Der kann doch nur auf Massentierhaltung gehen, weil er sonst nicht über die Runden kommt. Weil 4,80 Euro für ein Kilo Schweinefleisch ist pervers. Ja. Aber es gibt genug Menschen, die können es nicht leisten, zum Bäcker zu gehen. Es sind dort in Deutschland locker 15 oder 20 Millionen Menschen, die können sich das nicht leisten. Die leben einfach entweder unterm Existenzminimum
oder am Existenzminimum. Und wenn du auch so einer bist, wenn du auch am Existenzminimum lebst und jeden Cent dreimal umdrehen musst, ganz ehrlich, dann kauf das. Da ist ein ganzes Kilo drin. Wenn du alleine lebst, mach 4 Portionen draus, frier den Rest ein. Ja. Die, die es leisten können, zum Metzger zu gehen, die kaufen das bitte nicht. Okay? Ja. Und ihr dürft auch Hähnchen aus dem Discounter kaufen. Mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Ich kaufe meine Hähnchen auf dem Markt. Ja. Ach, Moment, das würde ich nie kaufen. Gefrorene Hähnchen. Ich habe seit 15 Jahren kein gefrorenes Hähnchen mehr gekauft, außer ein Suppenhuhn. Wenn ich mir eine Brühe mache oder so, ja. So, dann haben wir hier, da ist wirklich, ich muss nochmal lesen hier genau, was da drauf steht, wie viel kalorienarmes Eisgetränk. Ja, das darfst du ja gar nicht laut sagen. Mit Süßungsmitteln natürlich und Zucker. Pass mal auf hier. 19 Kalorien auf 100 Milliliter. Ne? Also, wenn ihr eine Diät seid, dürft ihr das durchaus trinken. Scheiß auf die Süßungsmittel. Wisst ihr, an irgendeinem Tod muss man sterben. Stehst du, was ich meine? Scheiß auf die Süßungsmittel, ey. Ich will wissen, wie viel Himbeere da drin ist. Guck mal, nennt sich Eistee. Eistee. Tee. Ja. Ja. 0,12% Schwarzteeextrakt und 0,1% Himbeersaft aus Himbeersaftkonzentrat. Ich weiß nicht, ich schmecke da keinen. Ja. Dann ist der noch so schweineteuer. Lipton-Eistee ist ja richtig teuer, das ist nicht gerade billig, das Zeug. Und da besteht es zu 99% aus Wasser. Und natürlich, passt auf, Trinatiumcitrat, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure und Stevia. Guck an, das ist mit Stevia gesüßt. Guck an. Haha, Stevia ist okay, glaube ich. Ja. Aspartam und so sind ja die bösen Sachen, die ganz bösen Sachen. Aber Stevia ist, glaube ich, in Ordnung. So, was haben wir noch? Kaffee Latte. Was haben wir denn da noch? Oh, die sind lecker hier. So. Diese Pflaumentomaten sind richtig lecker. Ja. Aber. Und jetzt gerade auch nicht wirklich teuer. Und. Was sag ich mit dem ganzen Kilo? Ich bin hier mit der Franzi alleine. Was sag ich mit dem ganzen Kilo? So, Suppengrün. Das Kilo für 1,50. Ist auch so eine Sache. Suppengrün. Das da. Ja, ist auch so eine Sache. Ist frisch, klar. Aber ihr wollt ja eine Suppe draus machen, also eine Bouillon. Und im Netto, oder in jedem Discounter, glaube ich, gibt es im Tiefkühler 1 Kilo Suppengemüse. Da ist nicht nur Karotten, Sellerie und Lauch drin, sondern da sind auch noch andere Sachen drin. Also andere Gemüse. Und die kosten nur 99 Cent. Ja, also ich, wenn ich eine Gemüsebude machen will, hole ich mir immer das Kilo Pack Suppengemüse aus dem Tiefkühler. Weil in der Brühe merkst du dann nicht, ob das frisch war oder aus dem Tiefkühler kommt. Das merkst du ja nicht. Weil das Gemüse an sich kocht ja aus und schmeißt es weg. So, dann haben wir hier Wurm. Ja, das ist richtig pervers, ne? Hähnchen für 5 Euro das Kilo. Oh Mann, ey. Jetzt wird's richtig pervers hier.
Schweinemedaillons für 8 Euro. Ich sage ja, wenn ihr es, ne, kauft's. Ihr habt überhaupt nichts dagegen. Weil ihr müsst euch da gar kein schlechtes Gewissen machen, dass ihr so Fleisch kauft. Denn ihr seid nicht dran schuld. Zumindest die meisten von euch sind nicht dran schuld. Ja? Ja? Ich höre, das Telefon klingelt. Mir egal. Ja? Das Fleisch am Discounter ist echt pervers. Aber ein Resultat unserer Lebensweise. Früher, ich kann mich gut daran erinnern, früher haben wir nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Noch vor 40 Jahren oder so wie wir aufgewachsen sind, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jeden Tag Fleisch hatten. Wir hatten weder, ich war ja im Kinderheim, wisst ihr, ne? Wir hatten weder im Kinderheim jeden Tag Fleisch, noch hatten wir im Lehrlingsheim jeden Tag Fleisch. Es gab Sonntagsfleisch und ab und zu mal auch unter der Woche. Aber nicht jeden Tag. Und heute muss irgendwie jeden Tag Fleisch auf den Tisch. Warum? Warum muss jeden Tag Fleisch auf den Tisch? Warum? Ich zum Beispiel, ich mache morgen Kartoffelgratin mit Frikadellen. Geil, oder? So geil, ey. Lachsschinken mag ich gerne. Lachsschinken hat nichts mit Fisch zu tun, sondern kommt vom Lachs. Und der Lachs ist nichts anderes wie die Lende. Ihr dürft mich korrigieren, ja? Aber Lachsschinken wird aus geräucherter Schweinelende gemacht. Das da. Hat nichts mit Fisch zu tun. Ist kein Fisch, sondern Lachs bedeutet Schweinelende. Wenn ich Unrecht habe, schreibt es drunter. Ja, was willst du machen? Ja? Die Pizza war richtig gut. Ich zeige euch die nochmal. Cheeseburger-Style. Richtig geil. Die gibt es nicht lange. Also lauft in Netto und holt euch die vor allem die ersten ein, zwei Bisse, das schmeckte wirklich wie ein Cheeseburger. Voll geil, ey. So, was haben wir sonst noch? Was ich immer kaufe, manchmal rappelt es mich und dann kaufe ich. Total bescheuert eigentlich. Eigentlich ist es total bescheuert, weil du kannst ja selber Salz drauf machen. Das da, diesen Le Président Meersalzbutter. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil du kannst ja Butter kaufen. Ja, kannst die Butter aufs Brot schmieren und kannst Salz drauf tun. Aber manchmal rappelt es mich und ich kaufe das. Das ist so unsinnig, ja. Das ist so unnötig, diese Meersalzbutter zu kaufen. Und dann auch noch zu dem Preis, ja. 10 Euro auf 100 Gramm, nur weil Präsident draufsteht. Ja, völlig unnötig. Ja. Hier und Eier kaufe ich im Edeka. Wir haben hier in Adolfshausen einen Hof. Das ist nur ein Ort weiter. Und der verkauft seine Eier im Edeka. Und wenn ich samstags früh Zeit habe, gehe ich zu unserem Eiermann auf den Markt und kaufe mir da meine Eier und mein Hähnchen übrigens. Und das habe ich immer im Tiefkühler. Das hier. Sonntagsbrötchen von Koppenrad und Wiese. Die habe ich immer im Tiefkühler. Immer. Ich habe immer frische Brötchen da. Ja. Immer. Und was man mir mal erklären kann, diese Fischtäppchen von Iglo, was man mir da mal gerne erklären kann, übrigens kauft nicht diesen Backfischzeug. Ich habe jetzt aber letztens erst mit einem geredet, der fand diese Backfischstäbchen total geil. Und ich finde die Backfischstäbchen von Iglo die volle Verarschung. Aber dieses Iglo, ihr könnt mir mal verraten, wie ihr die macht, ohne dass die auseinanderbrechen. Latschig, matschig werden und das Eiweiß austritt. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und hier, das ist ja auch, ne? Diese hier, Rana, die Marke Rana ist vom Preis her jenseits von gut und böse. Ganz ehrlich, das ist ja auch immer so witzig. Das steht auf dem selben Regal, nebeneinander, steht Rana und dann Huchiguchi Marke, made in China. Die Rana kosten 10 Euro das Kilo. Und die daneben kosten 1,80. Von mir ist auch 2,30. Ich weiß nicht, was sie kosten. Ich kaufe sie halt immer. Und ich hatte auch mal die Ranas, bis ich mal gesehen habe, was die kosten. 10 Euro das Kilo. Das ist schon heftig. Also, das ist schon heftig. Die klöppeln die wahrscheinlich von Hand. Ja, könnte ich mir jetzt vorstellen. Weil ich wüsste sonst den Preis nicht. Ja, ich wüsste sonst den Preis nicht. Jetzt hier Alkohol. Alkohol macht Birne hohl.
So, jetzt passt auf. Ich habe noch was. Lachs esse ich sehr gerne. Das hier esse ich immer. Mit Pellkartoffeln. Ja, Heringsfilet mit Pellkartoffeln. Und die Franziska mag das auch. Ist eigentlich ein kleines Phänomen, ne? Dass eine 16-jährige Pellkartoffel mit Heringsfilet isst. Ja, das ist schon geil. Und Lachs mag sie auch. Und den Tomatenfisch zum Beispiel mag sie auch. Da hole ich mir so ein Baguette. So ein Aufbackbaguette, die sind auch teurer geworden. Die haben mal 39 Cent gekostet. Jetzt kosten sie, glaube ich, 69 Cent. Die haben sich verdoppelt. Ja, die haben sie doppelt so teuer gemacht. Was ich im Netto nicht kaufe, sind diese Brötchen hier. Die haben jetzt so einen Stand da mit Brötchen. Da habe ich noch nie was gekauft. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Ja, das ist mir zu teuer. Und ansonsten, ja, guck doch mal hier. Ich habe vor, vielleicht vor einem Jahr oder so, vor ein paar Wochen zum ersten Mal diesen 800 Grad Grill gesehen. Ja, zum ersten Mal diesen 800 Grad Grill gesehen. Und damals hat er, glaube ich, 1400 Euro gekostet, ja. Und jetzt bekommst du den für 99 Euro. Wahnsinn, gell? Von 1400 Euro, jetzt macht den halt jeder nach, ja. Jetzt gibt es den für, aber das ist sogar der Originale von Beef. Ja, der heißt, ist, glaube ich, der Originale. Ja, das ist, glaube ich, der Originale. Aber der braucht einen Gasanschluss, gell? Meine lieben Freunde, der braucht nicht einen Stromanschluss oder so, der braucht Propangas. Der braucht einen Gasanschluss. Und was ihr, um dieses Video abzuschließen, auf keinen Fall kaufen dürft, ist das hier. Das da. Das Ding ist nämlich die totale, volle Verarschung. Ja? Das ist nichts anderes wie ein viereckiger Plastikwürfel mit einem Computerlüfter. Ja, mit einem Computerlüfter hinten eingebaut. Und dann ist da ein Wasserreservoir und so Lamellen, die quasi das Wasser aufnehmen. Und der Lüfter pustet dann nur durch die Lamellen durch das verdunstete Wasser in den Raum. Mehr ist das nicht. Kauft das nicht. Kauft das nicht. Diese 40 Euro, drei Geschwindigkeiten und Kühlstufen. Es gibt da keine drei Kühlstufen. Das Ding ist erstens irre laut, kühlt überhaupt nicht. Wenn ihr euch das so hinhaltet, ja, so, dann kühlt es euer Gesicht. Aber wenn ihr schon so macht, kühlt es schon nicht mehr. Ja? Und da ist es mir auch völlig egal, dass das 7 wählbare Stimmungslichter hat. Kauft diesen China-Schrott-Scheiß nicht. Der ist übrigens auch gerade wieder, jetzt wieder bei der Hitze, war letztes Jahr schon. Ich glaube sogar, ich habe einen Artikel auf meiner Homepage über dieses Gerät. So, und jetzt muss ich mal ganz schnell, weil da mache ich noch ein Video drüber. Muss ich mal ganz schnell, Gourmet Max, das Ding habe ich im Original, nämlich von Nicer Dicer. Und da mache ich noch ein Video drüber, weil das Ding ist genial. Ja, jetzt nicht dieses nachgemachte Scheiß da, ja. Meins war ein bisschen teurer. Habe ich aber geschenkt bekommen zum Vatertag. Und ich habe das Ding im Original und da mache ich noch ein Video drüber, weil das Ding voll geil ist. Ja, das Ding ist volle Kanne geil. Und das hätte ich heute beinahe mitgenommen, das da. Ach ja, aber ich habe mir die 30 Euro gespart, weil wir sind hier nur noch zu zweit. Was brauche ich da, einen Dönergrill? Ja, brauche ich nicht. Und ja, was ihr auch nicht kaufen dürft, auf gar keinen Fall. Ihr müsst mir das versprechen, dass ihr das nicht kauft. Hashtag nicht kaufen. Ist diese Spielekonsole hier, wo dann immer draufsteht, dass da 300 Spiele dran sind. Ja, 150 Spiele. Ist es gar nicht. Meistens ist es so, dass sich die Spiele einfach mit dem Schwierigkeitsgrad wiederholen. Das sind also, was weiß ich, 50 Spiele und die wiederholen sich dann dreimal. Ja? Das Ding ist für den Arsch und auf dem Bildschirm seht ihr auch fast nichts. Und diese Bluetooth-Kopfhörer braucht ihr auch nicht kaufen. Die haben einen scheiß Sound. Ja, die sind richtig kacke. So, was haben wir denn sonst noch? Schweinekamm. Mache ich immer Schweinebraten draus. Kalbsleber. Da ist natürlich 13 Euro. Kalbsleber. Das könnte man doch mal machen. Am Donnerstag gibt es Kalbsleber. Da schreibe ich gleich mal Joachim, ob er Lust hat, Donnerstag mit uns zu essen. Da mache ich Kalbsleber mit Berner Rösti. Das machen wir. Da freue ich mich jetzt drauf. Das hebe ich mir gleich auf. Und beziehungsweise schreibt mir Kalbsleber. Cool. Da mag ich eine Tüte schön melieren. Ja, melieren, nicht würzen. Nicht würzen. Leber wird nicht gewürzt. Melieren und dann schön in Butter ausbraten. Ja,
dass sie schön knusprig werden. Dazu macht die einen Berner Rösti aus Pellkartoffeln, aus L-Kartoffeln. Alles andere sind Kartoffelpuffer. Ja? Rösti macht man mit Pellkartoffeln, meine lieben Freunde. Alles andere sind Kartoffelpuffer. Und tschüss. Fast 30 Minuten, ey. Rumgelabert.